willkommen zum mittelalterlichen Treiben Hengstlage. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir ziehen mal wieder von dannen, drehen uns um durch die Zwillingstürme. Darf man das noch sagen, Zwillingsturm? Man weiß es nicht genau. Ist schon lange noch her. Ist schon eine Weile her, nicht wahr? Guck mal, auch so eine schicke Kamera. Toll. Auch Influencer? Oh, ja, wir auch nicht, aber wir machen den Zeitsprung mal ein bisschen schneller als sonst. Von der Neuzeit direkt ins Mittelalter hinein. So, wir sind im Eingangsbereich. Was man daran erkennt, dass man hier reingehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie die Blumen hier heißen. Wir nennen sie einfach mal alle Pfingstrosen. Ist dem Wochenende geschuldet. Das ist ganz geschickt, ne? Man kriegt nämlich hier Preisvergünstigungen auf Mittelaltermärkten ganz gerne, wenn man gewandet ist. Wenn man jetzt hier den vollen Preis bezahlt, wenn man ungewandet kommt, kann man sofort hier in die Kleiderkammer rein und für den nächsten Markt shoppen gehen. Schön. Oh. Ich habe seit neuestem Schuhgröße 47 Zentimeter. Ja, suche ich noch für meine Treppe, so zwei so Gargoyles. Sehr schön. Du bist, stellst du irgendwas von dem, was du verkaufst, selber her oder bist du nur Händler sozusagen? Wir sind so Händler. Einfach Händler, ja. Einfach wieder. Aber es ist so ein bisschen so ein Tante-Emma-Laden, oder? So von allem ein bisschen? Genau, von allen etwas. Ja. Für jeden an sich was dabei. Ja, schön. Friedeburg dabei? Sind wir auch. Tipptopp. Super. Bis später. Na, wer bist du denn? Ja, ich bin... Anna. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, wie hieß ich? Katrin? Melanie? Mit Haar? Also Sophie. Melanie mit Haar? Nee, ohne Haar heute. Ohne Haar heute. Ohne Haar heute. Nee, ich bin die Anna von der Brandmalerei. Und kann ich bei dir Bestellungen aufnehmen? Ja, kannst bei mir Bestellungen aufgeben. Das heißt, ihr schickt einfach, also wer was haben will, einfach Vorlage schicken. Aha. Und dann gucke ich, ob ich das umsetzen kann. Und dann legen wir einen Preis fest, weil das ist halt individuell, je nachdem, welches Holz man haben will, ob man das Holz selber stellt oder nicht und halt, wie lange ich dafür brauche. Ja, großartig. Cool. Wir laufen weiter. Ja, dann noch ganz viel Spaß, ne? Glasware, Glas und Holz, das ist ein sehr cooles Konzept. Das ist richtig cool. Ich liebe diese Gläser. Falls ihr zu Hause so ein Guppi habt, den ihr irgendwie separieren wollt. Nein, darf man nicht mehr, ist Tierquälerei. Müssen zwei Guppis sein, das stimmt, genau. Nee, aber so als, ihr kennt uns ja mittlerweile, so als Gin Tonic Set, steht das sicher gut, so als Gartendekoration. Gehen wir mal wieder zu unseren Thekenschwächen, oder? Tag. Na, wie ist die Stimmung an der Taverne? Schattig, schön, schattig, ne? Ja, herrlich. Lecker Kirschbier. Und gute Musik. Hört mal. Kein Dudelsack. Gut. Freunde, die wahrscheinlich leckerste, attraktivste, bestaussehendste und gutherzigste Mokka-Bar, die ihr hier sehen werdet. Seid gedankt. Du bist auf fast allen Veranstaltungen, die der Mike, Sir Muck und der Peter macht. Kann das sein? Bei ziemlich vielen. Ziemlich viele. Ja. Ja. Ein unglaublich guter Mokka und wir haben in Bad Iburg haben wir die Idee reingeworfen, dass man den Chocochino nach uns benennt. Ich habe den Namen leider vergessen. Arbeiten wir da noch dran? Wird das noch was? Wir arbeiten da auf jeden Fall noch dran. Ich hoffe, dass Sie nachher noch vorbeikommen. Dann kredenze ich euch noch mal ein. Wir können nicht hier sein und nicht bei dir vorbeikommen. Das funktioniert nicht. Das ist auch wunderbar. Super. Was ist so eine klassische Nicht-Mittelalter-Gäste-Frage an dich? Sowas wie ist das Zuberwasser echt, sowas in Nein, der Art. Ich habe sogar so was ganz, ganz Schlimmes. Hier unser Sandpfannenmokka. Da fragen mich die Leute, wenn sie sehen, dass der Mokka sprudelnd am Kochen ist, ist der Sand heiß? Da, ja, schauen Sie mal. Und dann wollen Sie die Finger reinstecken. Das ist ein sehr lustiger Wasserhahn. Ist so, ne? Ja. Darf ich euch kurz stören? Aber nur ganz kurz. Ganz kurz. Was stellt ihr da? Wir sind aus dem Hochmittelalter. Mhm. Du ja speziell eher um 1300 herum. Ja. Und ich eher aus dem Raum 1250 bis 75, europäischer, deutscher Raum. Ich bin selber Freiherr zu Greifsberg, Michael von Greifsberg. Natürlich Michael. Michael, hi. Ja, moin. Hey, dein Name? Du hast nicht so viel, Michael. Ach, ja, Mensch, nein. Markus, nein. Auch nicht Markus. Meine Eltern haben die Kurzform gewählt. Wie wär's mit Mike? Auch in Ordnung. Auch nicht schlecht. Ja, mit AI oder? Mit IKE. Kann man Baumwolle nehmen? Ja. Keine Ahnung. Die Antwort ist ja. Kann man nehmen. Aber, mit einem riesen Aber. Du musst belegen, dass du gewisse Beziehungen hast, gerade über Händler, die sowas überhaupt verkaufen konnten. Ja, verstehe. Über gewisse orientalische Zwischenhändler etc., die Verschiffung und so weiter. Ich habe mich da mal mit einem unterhalten, der konnte das wirklich akribisch von 0 bis 100 herauf erklären, warum er Baumwolle tragen durfte.
Cool. Ich habe gesagt, cool. Gönn dir. Ja. Du hast es dir verdient. Ja. So, normalerweise natürlich Lein ist der günstige Stoff. Ja. Wolle, immer gern gesehen. Es gibt auch Nesselstoff, aber schwer herzustellen. Heutzutage damals Billigstoff. Was für Leder darf man nehmen? Was für Felle darf man nehmen? Ja. Gerade die Farben sind wichtig. Ja, bestimmt. Im adligen Stil darf man mischen. Warum habe ich hier zum Beispiel Rot und Gelb? Weil ja, Gelb symbolisiert Gold. Ja. Weiß symbolisiert Silber. Man darf zum Beispiel nicht Rot und Grün einfach so nebeneinander nehmen. Ja. Und so weiter und so fort. Gibt es so... Wenn ihr euch da einlest oder als Verein, gibt es so manchmal Momente, wo man denkt so, ah Mist, das habe ich falsch gemacht, was so elementare Änderungen plötzlich in der Darstellung gibt? Ja, wir versuchen wirklich grundlegend das jetzt aufzubauen in Richtung A, authentisch. Und er meinte zu mir, ja, wir brauchen gerade für Fackeln, Lichter, Teller, Schüsseln, Becher, brauchen wir das und das und das und das. Und das hat er besorgt, auf einmal. Das hat richtig viel Geld gekostet, bis ein anderer Kumpel aus der Gruppe hervortrat und meinte, du, ich habe hier so einen Kodex. Und ich habe mich da mal reingelesen. So, in dieser Passage kannst du sehen, hier das und das, die haben die und die Becher. Da habe ich mal nachgeguckt. Es gibt einen Töpferer, der diese Becher macht. Pinksdorfer Keramik. Pinksdorfer Keramik nach Pinksdorfer Fund. Also wirklich zu der Zeit um 1250 ungefähr. Und da hat man gesagt, okay, scheiße, jetzt habe ich ja natürlich den ganzen anderen Kram gekauft. Das Problem ist halt, authentisch zu sein, authentisch zu machen, hat Vor- und Nachteile. Wenn du es hast, wunderschön. Wenn du es erklären kannst, noch besser. Wenn du es gar nicht bist, okay. Wenn du es sein willst, arbeite dich rein. Wie ist denn da deine Meinung? Weil es gibt so Facebook und so als Treffpunkt für alle Meinungen, gibt es immer dieses Bashing zwischen Authentizität und Fantasie. Wenn dein Schwert, was du da an der Seite trägst, ausgebuddelt, aus der Zeit ist, ist es authentisch. Du kannst etwas darstellen zu vielleicht 90-95%, jetzt mal eine blöde Nummer in den Raum geworfen. Aber du kannst nicht 100%ig authentisch sein. Die Frage ist, was willst du? Das ist es. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne was Mittelalterliches darstellen, solange da nicht irgendwie auf einmal mit Handy dastehen etc. und wenn da auch mal ein schickes Hemd dabei ist, wahrscheinlich das meiste ist hier jetzt zum Beispiel mal ganz blöd gesagt, dein Schnürhemd ist mehr aus einer Renaissancezeit. Das ist ja gar nicht mehr Mittelalter per se. Aber es wirkt mittelalterlich. Dann ist das doch auch in Ordnung. Ein bisschen über den Markt und gucken mal, wie wir mit der Hitze so zurechtkommen. Ne? Ich habe meinen neuen Hut gekauft. Man sieht, der Markt ist voll. Es ist Samstag, der Hauptmarkttag. Alle haben zu tun, manche nicht. Aber im Grunde hat hier jeder seine Aufgabe. Die einen trinken. Die anderen geben Trinkgeld und manche trinken Kaffee. Guck mal, Forum Pokina sitzt hier gemütlich im Schatten. Forum Pokina, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ja. Ja, seid gegrüßt, alle zusammen. Hier unterwegs mit den fast allerliebsten Kollegen von Spielmann Absolem. Lasst mal ein paar Herzchen da für Forum Pokina in den Kommentaren. Ja, das ist immer gut. Im Moment hätten wir jetzt gehofft, von euch eine Runde Kirschbier mitgebracht zu bekommen, aber wie ich sehe, leere Hände und eine volle Taverne und die kreisen sie da rum und ich denke, wir bekommen gleich unser Kirschbier. Deswegen wahrscheinlich die fast liebsten Kollegen, nicht wahr? Genießt den Schatten. Ah, warte mal. Oh, mit Gitarre am Rücken ist manchmal ganz schön umständlich, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber diese Mokka-Bar ist einer der besten, wenn nicht sogar die beste, die wir kennen. Und wir haben hier ein exklusives Getränk. Steht nicht auf der Karte, aber ist ja egal. Wie heißt er nochmal? Ich habe selber den Namen vergessen. Aus dem Off vielleicht ein bisschen Hilfe? Mokka-Lem nennt sie es. Mokka-Lem. Was für ein bescheuerter Name eigentlich. Das ist Espresso mit Kakao. Soll ich dir direkt einen machen? Für solche Sonderaufträge haben wir nämlich einen Spezialisten. Ja.
Spezialisten. Der Spezialist hat anscheinend sein Wissen weitergegeben, wie man es macht. Der macht gerade die Suppe, das ist wichtig. Wir bräuchten eine Absolem-Suppe. Sapsolem. Also Soup, Soup. Erasculum ist aber auch nicht schlecht, ja. Aber jetzt, wo du aus dem Saarland kommst, geht auch Absolem Maggi oder so. Ist es denn jetzt ein Mokkalem oder ein Mokkasolem? Kommentarspalte da unten so. Mokkasolem, Mokkalem, mehr Alternativen gibt es eigentlich nicht. Das Ganze wird allerdings serviert in einem Kapsolem. Unsere Angstgegner in 10 Fass, so ein bisschen auch. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die beiden Kollegen von Spielü. Ja, wir sind die Spielü. Was macht ihr? Wir sind so ein markttypisches Trommel-Dudelsack-Duo aus dem Emsland und ja, sind bekannt für schräge Töne und dumme Sprüche, was man bei dem so braucht. Ne? Aber ihr habt ja nicht nur das Dudelsack-Programm. Nein, wir sind quasi als zwei Bands hier. Wir machen abends, wenn es noch ein bisschen ruhiger wird, noch ein bisschen Irish Folk als The Boggers. Ne? Das heißt mit Violine, Boot dran und alles, was dazu gehört. Hörenswert, muss man sagen, hörenswert. Ich glaube, wir haben zusammen gejammt mal in Bad Essen, genau. Herzchen da lassen in den Kommentaren für Spielü. Und hier sitzt der Daniel. Daniel wollte unbedingt was sagen. Ich gebe dir einfach mal das Mikrofon. Du hast jetzt 2 Minuten Redezeit. Was soll ich denn sagen? Ja, weiß ich nicht. Ich bin hier in Hengstlage. Letztes Jahr war ich auch hier. was soll ich sagen? Ja, erzähl von letztes Jahr. Letztes Jahr war hier nicht so viel los wie dieses Jahr. Dieses Jahr ist hier viel mehr los. Aber ich denke mal, das liegt daran, dass letztes Jahr noch viele Angst vor Corona hatten. Aber dieses Jahr ist es schöner. Viel interessanter. Mal sehen, was ihr aus meinem Interview macht. Ist Halbzeit. Ist Halbzeit. Sagen, von 30 Sekunden. Mein Bier ist alle. René ist da vorne. Wir werden natürlich auch noch ein paar Bilder geschossen. Ne? Ja, meine Frau macht hier immer ordentlich Bilder. 30 Sekunden muss man rumkriegen. Ach du Scheiße. Aber ihr beschneidet das, ne? Nein. Ja, ich bin damit durch. Vielen Dank. Ein Jubel für Daniel. Wen nerven wir jetzt? Eine Idee? Schönen guten Morgen. Na? Ja. Wir haben jetzt so viele Märkte zusammen gehabt. Ja, genau. Und nie warst du im Marktführer vertreten. Aber jetzt haben wir einen Anlass. Ja, wir haben unser Einjähriges gehabt. Wir haben ein Zelt geschenkt bekommen. Wir haben, ja, viel Arbeit. Ja, viel Arbeit, vor allen Dingen bei der Hitze. Ne? Beste Sunny-Team auf den Märkten hier so im Osnabrücker Raum. Ne? Mit eigenem. Das weiß ich nicht. Ja, doch. Ja, das stapelt noch nicht so tief. Mittelalterliches Sunny-Zelt, genau. Und ein herzensgutes Team. Retten nicht nur die Leute, sondern sitzen auch abends mal gerne mit uns und quatschen zum Beispiel. Ne? Und begrüßen gerne. Moin. Ja, moin. Sanitäter mit Herz. Bildwechsel. Gerade fleißig am Braten und am Wurstschneiden gerade. Naja, mundgerechte Happen. Sehr lecker hier, ja, übrigens. Wildwechsel, nicht nur eine großartige Bräterei, sondern auch Veranstalter. Als Veranstalter unterwegs. Bad Iburg, sag ich da nur. Wir sind heute Morgen aufgewacht und irgendwann haben wir so ein Klopfen vernommen. Es hörte sich ein bisschen so an, weiß ich nicht, als ob jemand im Auto randaliert, was gegen die Tür schmeißt. Das sind unsere Camp-Nachbarn sozusagen. Und dann haben wir uns gesagt, ach ja, irgendwas werden sie schon machen. Und dann sind wir gegangen und das Klopfen wurde immer lauter und verzweifelter. Und dann sind wir doch nochmal zurückgekommen. Was passiert? Ja, wir haben es geschafft, uns einzusperren. Ne? Euer Wagen hat es geschafft, euch einzusperren. Oder so, ja. Und dann haben wir sie gerettet. Danke für den Freishake heute Morgen. Der hat mir ein bisschen zwar die Birne ausgezogen, weil das mein Frühstück war. Schokoshake mit 43er. Oh. Und hier gibt es auch Sonderangebote und zwar einen 10er-Karte Milchshake. Wer also mit Großfamilie kommt, 45 Euro, 10 Milchshakes, kann man machen. Das ist ein guter Preis. 4,50 geht. Zahlt man bei McDonald's, glaube ich, mittlerweile mehr für einen großen. Und da ist kein 43er drin. Letzten Mal, Lotte, haben Micha und ich uns ein bisschen gekebbelt, sage ich mal. Seitdem ist Micha taub auf einem Ohr. Wer das sehen möchte, an der Tjorste, der René. Und das sind somit die nettesten Kollegen. Also nicht, dass alle anderen nicht nett wären, aber... Ihr stecht nochmal hervor, weil Dankeschön. Ihr zum Beispiel Essen mitbringt. Also nicht, dass es hier schlechtes Essen gibt, nein. Aber man isst ja auch oft das Gleiche dann. Richtig, immer dasselbe, ja. Und das hängt einem irgendwann zum Hals raus. Und deswegen haben wir direkt an euch gedacht, weil ihr bietet auch sehr viel. Herzen in die Kommentare für das Team von der Tjorste. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. Hier gibt es
Schmuck aus Silberbesteck, habt ihr auch schon gesehen, Lotte, Verlinkung. Und andererseits werden hier auch Zähne gemacht, wer will. Annette ist tätowieren, ohne Farbe. Komm, lass mal durch die Lager gehen, oder? Haben wir die schon? Nee, ne? Hier sind wir gestern so ein bisschen geblieben noch. Hallo! Feinste Seide und feinstes Geschmeide, wie man im Mittelalter gesagt hat. Ja, gibt's hier auch. Ein Tieflager, also ist eigentlich so, das ist so ein Lager, da würde ich mich auch wohlfühlen. Hier an der Säulenhalle vorbei, dann geht's da in den überdachten Innenhof. Die beiden Marktchefs, guck mal, er hat sein feinstes Grinsen aufgesetzt. Ist das nicht schön? Aber gut geputzt. Seid ihr zufrieden heute? Viele Leute da jetzt, ne? Ja, sehr zufrieden. Vor allem das Schöne ist ja, dass die Leute super drauf sind. Hengstlage, großartiges Ausflugsziel für Familien. Ein schönes Gelände. Ja. Und zwei nette, nette Marktchefs. Und der Mike ist auch dabei. Hundeführer gibt's hier auch. Was man selten sieht mittlerweile, aber was durchaus mal angebracht ist, so ein Galgen für Leute, die sich nicht benehmen können. Vielleicht, wenn wir Glück haben, erwischen wir noch einen. Wenn ich mir so die Höhe angucke, bei Micha wäre die Show relativ langweilig. Da müsste man von hinten schon ein bisschen ziehen. Leute, was wollt ihr? Blut! Wofür kämpft ihr? Soll! Wer seid ihr? Sandra! Also mit dem würde ich mich nicht anlegen, sonst landet man da nebenan. Ihr stellt Söldner da, ne? Wir stellen eine Söldnertruppe des späten Mittelalters dar. Wobei wir uns eher darauf konzentrieren, die Wirkung rüberzubringen, die diese graue Brutalität damals hatte. Wir setzen nicht so viel Wert auf diese historische Akkuratheit, dieses Lernen, sondern eher den Eindruck. Wenn so eine raue, wilde, halbkriminelle Söldnerbande daherkam, dann haben sich alle gefürchtet. Und dann muss man halt heutzutage auch ein bisschen lauter und brutaler sein, damit auch die Zuschauer merken, so, oh, das ist hier vielleicht noch gespielt, aber trotzdem diesen Respekt zu empfinden. Wie oft ist es damals so vorgekommen, dass zum Beispiel eine Truppe für irgendwas bezahlt wurde und der Gegner davon einfach mehr bezahlt hat und das Ganze backgefeiert ist quasi? Ja, im Prinzip ist das so, wenn man eine vernünftige Söldnertruppe darstellen möchte, nimmt man das Angebot, was man annimmt, an und führt das auch bis zum Ende durch. Wenn dann der andere sagt, ich bezahle euch, damit ihr dem nochmal wieder was antut, wird man das machen, aber man muss immer gucken, dass man sich den Ruf einer Söldnertruppe immer noch in Ehren hält, dass man sagt, ja, dafür wurden wir bezahlt und das führen wir bis zum Ende aus und danach kann man neu bezahlt werden, von wem auch immer. Klar gab es auch wieder Leute, die sich wieder kaufen lassen haben, aber die Truppen halten nicht lange, weil die werden dann irgendwann einfach weggemacht. Wie wahrscheinlich ist es, wenn du das einmal tust, dass du dann nie wieder was bekommst? Okay, du bist der Koch oder der Chef? Koch. Gut kombiniert. Alles klar, lasst es euch schmecken und bis später. Das Schöne ist, als Spielmänner kommt man ja aus so Lagern auf jeden Fall lebend raus, wenn man nicht gerade Leute beleidigt oder so. Du bist weder reich noch schön, hab auf dem Markt dich gesehen. Zwischen dem Brotstand und dem Käse passte so gerade dein Gesäß. Fließ deine Waren an so laut, Brot, Käse, Wurst in eigener Haut. Kam ein Schreck, nur ich war ganz hin und weg. Jo, das war Hengstlage. Ja, Hengstlage, ne? Schöner Markt, muss man sagen. Heiß. Sehr heiß, aber auch kalt, je nach Uhrzeit. Ja, je nach Uhrzeit. Mittags heiß, nachts kalt. Nachts sehr kalt, aber mittags heiß dafür. Ja, war schön, ne? Viel Musik. Viel Musik. Forum Pokina, Shadows Corner, Spielü und uns. Und uns. Ja, war ganz nett, war witzig. Genau. Ihr seht vielleicht, ihr, die aus Hengstlage kommt, dass wir gar nicht in Hengstlage sind. Ja, wir haben es ein bisschen verballert, die Abmoderation zu machen. Und dachten, wir fahren einfach mal ein paar Tage entspannend nach Dangast an die Küste. Friesisch herb hier, friesisch schön. Ja, kann man so sagen. Aber auch sehr sympathisch. Siehe hinter uns. Ja, so. Dachten wir, wir nehmen doch hier mal das politische Statement, was wir irgendwie gerne bei uns, also wir nehmen ja jedes gute politische Statement mit in unsere Sendungen mit hinein, nicht wahr? Und dachten wir, das müssen wir nicht selber schreiben, wenn es schon jemand vor uns geschrieben hat. So opulent hätten wir es auch nicht hingekriegt. Das ist richtig. Gut, weiter geht's. Wir düsen jetzt nach Friedeburg, um dann mal da noch 3 Tage ein bisschen Halligalli zu machen. Nächste Woche geht's nach Dortmund. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar dazulassen und ein Like und so weiter. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, heiter weiter. Heiter weiter. Tschüss.
Tschüss. Wer sind wir? Spielmannabsolenz Marktführer. Was brauchen wir? Euren Glauben. Was sollt ihr aktivieren? Die Glocke. Und was